Willkommen zurück mit Freddy. Shoutout. Genau. So, hier ist also unsere Dose. Auf die müssen wir schießen. Und ich hoffe, dass ich sie gleich beim ersten Mal treffe. Weil sonst sind wir nämlich im Eimer. Ich versuch's. Tot. Sorgfältig visierst du das Ziel mit deiner Pistole an, drückst langsam ab. Du hast es geschafft. Du hast das Ventil der Gasflasche abgeschossen. Juhu! Yeah! Und was passiert jetzt? Nix, doch. Schwarzbildschirm. Lademalken. Ihr könnt das jetzt nicht mehr lachen, sich weg hier. Ja. Okay. Jo, du legst die nieder. Die Cowboys zerreißt vor lauter Locher, weil der Freddy so gut getroffen hat. Freilich hat er nicht viel Zeit gehabt vom Feiern. Der Sheriff, der Spezi von der Bank und der mysteriöse Arbeitgeber von denen zwei haben nämlich gemurnt, dass es einer der komische Fremde mir im Zäubern Ohrwaschler weniger Zach angeht. Weil sie sind schließlich bloß Amateure gewesen. Also haben sie ein paar Scharfschützen vom Süden drunter kommen lassen. Als Unterstützung quasi, weißt du schon. Ja, genau. Hm. Und denen müssen wir jetzt auch begegnen. Mhm. Aha. Oh, jetzt wird's aber noch eng. Jetzt, ja, das geht noch lustig weiter. Das ist noch lang nicht vorbei. Hier, guck mal. Aha. Okay. Da kommt einer, der watschelt wie eine Ente. Jetzt hat er O-Beine. Na? Und? Was passiert? Nix. Hallo? Hm? Hey, schüttel schon ein paar Soundeffekte aus dem Ärmel. Ja, okay. Was riecht hier so vergammelt? Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein! Was passiert? Ja! Diesen Geruch kennst du noch aus deiner Zeit als Gesetzeshüter. Wer ist das? Gefährlicher als Jesse James. Fieser als Johnny Ringo. Tödlicher als William Muni. Auf Partys Alleinunterhalter. Besser noch als Rooster Cockburn. Kenne ich nicht, aber macht nichts. Egal. Es sind die legendären Lever-Brüder. Wow! Jawohl, wir sind schöner, silberohriger Fremder. Wir sind hier, damit du dir in Zukunft die Radieschen von unten betrachten kannst. Von unten? Du schickst ein Stoßgebet zum Himmel, dass die paar Minuten Zielscheiben mit Srini ausreichen mögen, um brenzlige Situationen wie diese zu überstehen. Das möchte ich auch hoffen. Schade, dass jetzt Steffi nicht dabei ist. Die hätte nämlich ihren Spaß dran. Aber dann wird sie sehen, wenn die Folge hochgeladen ist. Also, ich bin ein super Feigling und ich scheiße auf die volle Punktzahl und ich kann sowas einfach nicht gut. Und ich darf hier, glaube ich, nur die Banditen treffen und nichts anderes, wenn ich mich recht erinnere. Den nicht, den ja. Hallo? So, der ist schon mal weg. Das Haus nicht. Den ja, den auch. Gut. Ah, das haben wir bei Sam und Max auch machen müssen. Das ist grauenvoll. Der ist auch weg. Habe ich da ein Loch in die Scheibe gemacht? Ja. Okay, ja. So, das war's schon. Ha! Oh, ist der Freddy schierstechnisch gesehen wieder in Hoffnung war, hat der Teufelskerl, der Lever Briar, mit seinem Krachern in 1000 Fetzen geschossen. Und wir, der Krippeln aus dem Weg gerannt hat, hat der Freddy gemeint, dass endlich eine Ruhe war.
dass der Lever-Brader an allem schuld gewesen waren, was da in der Stadt passiert ist. Aber da hat sich der Freddy sauber deicht. Au au. Oh, ja. Au au. Die Lever-Brader sind nämlich von irgendwem angeheuert worden, damit sie an Freddy wegräumen. Was der Teufel, wer da sauber gekauft hat. Auf jeden Fall steckt er mit dem Sheriff Shift und dem Beehive Balance unter einer Decken. Au. Am Freddy seine Pistolen haben noch gar nicht ganz zum Rauchen aufgehört. Gehabt, hat schon ein Zupfer und ein paar Akkorde von der Titelmodi gehört. Was passiert? Was war das? Ist es denn die Möglichkeit? Nee, was würde er da draußen tun, mitten in der Pampa? Du hast diese Melodie schon seit Jahren nicht mehr gehört und jetzt ist sie wieder da. Und komischerweise erkennt man sie nach all der Zeit wieder. Ganz tief in deinem Inneren weißt du, das kann nur er sein. Und trotzdem, wie hat er dich gefunden? Wird er sich durch deine Maskerade täuschen lassen? Ist er immer noch Nudeln, was ein absoluter Quatsch ist? Frisst er noch Kleister, ist es im Original. Kid, ich will, dass du bis Sonnenuntergang aus der Stadt verschwindest. Den kannst du machen, Slomi. Aber Lobo, Fremder, schreite weit vor Sonnenuntergang aus der Stadt. Und deinen erbärmlichen Leichnam lasse ich dir, damit die Geier was zu beißen haben. Das wirst du nicht. Werde ich schon. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe keine Lust, dieses kindische Spielchen noch länger durchzumachen. Genau. Ich habe keine Lust, dieses kindische Spielchen noch länger mitzumachen. Oh, der ist furchtbar. Was soll das jetzt wieder? Spielst du Papagei? Willst du mit mir alles nachplappern? Was soll das jetzt wieder? Spielst du Papagei? Willst du mir alles nachplappern? Also, deshalb nennt man dich Kenny the Kid, weil du nichts anderes bist als ein unreifer kleiner Bengel. Ein typischer Fall von Entwicklungsstillstand mit unbewältigem Oedipus-Komplex und wahrscheinlich abhängig obendrein. Du weißt, du warst damals schon ein Grünschnabel, als ich dir in St. Louis gegenüber gestanden habe. Und du bist immer noch derselbe Hosenscheißer. Sprich dein letztes Gebet, Gesetzloser. Sprich dein letztes Gebet, Gesetzloser. Na, Gott sei Dank wiederholt er nicht alles jetzt. Recht auch, natürlich. San Luis, ich kann ihn niemand mit einem silbernen Ohr in San Luis. Trotzdem kommst du mir irgendwie bekannt vor. Ach nee, ehrlich, sag an. Vielleicht haben wir eines Tages Zeit, unsere Fotoalben zu vergleichen. In der Hölle. Peng. Oh. Hab ich ihn getroffen? Oh! Scheiße, der hat uns abgeknallt! Oh nein! Oh nein! Oh! Tja, hast mir die Knarre aus der Hand geschossen, du Held. War aber leider nicht gut genug. Hab dich trotzdem zuerst getroffen. Entschuldige, habt ihr das Ohr da ein bisschen zu schlappig durchlöchert? Oh, doch, das andere Ohr, scheiße! Schätze, ein paar Minuten bist du verblutet, denke ich, kann Penelope sagen, dass ihr nicht mehr in die Quere kommt. Penelope? Ja. Was hat er gesagt? Du stehst total in der Matte, aber du weißt, dass du ihm Penelope erst sagen hören. Ist das denn die Möglichkeit, könnte sie der Grund hier für all das gewesen sein? Oh Gott! Oh Gott! Ich brauche dringend mein Halstuch und tu mir das ans Ohr. Ans Ohr. Ja, du legst dein Glückshalstuch auf dein Ohr und presst es fest dagegen, um die Blutung zu stillen. Mir ist nie aufgefallen, dass einige der Hauptarterien das Ohr durchlaufen. Mit dem letzten bisschen Kraft, das noch in dir steckt, hiefst du dich hoch und schleppst dich zum Schulhaus, um Penelope zu sehen. Penelope, die Süße, deine Geliebte, die Verräterin! Oh!
Oh. Ich dachte jetzt sogar. Romanze. Ja, da bist du. Oh, der Freddy hat sich zum Schulhaus umgeschleppt und Blut hat er wie eine Sau. Der Wut und den Schmerz, wo er im Bauch gehabt hat, haben ihn zehrt wie ein Schwarm Schmeißfliegen, der über der vorns Stück 4 herfällt. Bloß noch schlimmer, weil der Freddy ja im Gegensatz zu dem Stück Viech noch geklebt hat. Oh Gott, das ist ja grausam! Die Tür zum Schulhaus war ausnahmsweise offen und so ist der Freddy gleich eingegangen. Ja, gut. Ich hoffe, ich kann da mal irgendwann so ein bisschen rumspeichern hier. Das wird nämlich absolut nötig. Aber momentan geht gar nichts. Und wie er so ausgeschaut hat, hat er endlich gespannt, was für ein Durchtriebslude sie war. Wie der Freddy reingegangen ist, ist Penelope am Pult gestanden und hat Shane zusammengebracht. Der hat nicht gar einmal reinkommen hören. Verletzt und beschissen ist er worden, der Freddy. Und eine saubere Wut hat er gehabt. Und das hat er nicht unterdrücken können. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Okay. Ganz schön umgewarnt hat sie ihm. Und nachher ist alles rausgekommen. Und alles wie wenn's reißt, das vor laut wird, hat er blärt. Ist jetzt so. Slummy, machst du den Freddy? Was geht? Oh, ach, du bist der hübsche Fremde mit dem Silberohr. Der Fremde mit dem hübschen Silberohr meinst du wohl? Ja, genau. Ich dachte, Kenny hätte sich um dich gekümmert. Ah, machst du Witze? Genau das Gegenteil hat er gemacht. Er hat mir wehgetan. Schau dir bloß mein Ohr an. Ah. Warte. Ich kann auch nichts machen. Ach, du armer Kerl, du armer, tapferer Cowboy. Du bist verwundet. Da reiße ich einen Streifen Stoff aus meinem Petticoat. Penelope hat ihr Hand aufs Mieder gelegt und fing an, das Mieder aufzuknöpfen. Ah, und wie sehr ich dich begehre. Langsam hat sie ihr Hand unter dem Stoff gleiten lassen. Ist das meine Penelope? Es ist heiß hier drin, oder schwitze ich bloß so? Hab ich hier als einiger Ich hab nur an dich denken, ich will dich. Und bevor es der Freddy gespannt hat, hat Penelope einen Revolver aus ihrem Ausschnitt gezogen und auf den Freddy angelegt. Tod, lass deine Kanonen fallen. Okay, das machen wir auch, auf jeden Fall. Warte mal. Au! Oh. Scheiße. Ja, ihr Lieben, ja. Wir sind gleich wieder da. So. So ein Falsch. Wir sind wieder da. Ja. Und versuchen es richtig zu machen. Ja, da läuft es nochmal alles durch. Im Schnelldurchlauf. Ja, das habt ihr alles schon gesehen. Und jetzt müssen wir nämlich, das war so. Ja, ah! Anstatt sich selber zu erschießen, resigniert öffnest du den Halfter und lässt die Pistole zu Boden gleiten. Penelope scheint sich ein wenig zu entspannen, hat aber den Finger immer noch am Abzug. Sieht aus, als würde sich jeden Moment schießen. Okay. Oh, der hat seine Unterhosen an. Jetzt sehen wir hier ganz schnell die Tafel. Hat der sich die Hosen ausgezogen? Ja! Und? Die Tafel ist kaputt, aber wir sind noch am Leben. Als du dich runterbeugst, um deinen Revolvergurt aufzuheben, schleudert dir Penelope den Revolver genau an den Schädel. Aua, der tut doch weh, Mädel. So. Und was passiert? Ah, es geht weiter. Kann ich speichern? Nee.
bevor ich dich kalt mache, Mr. Fremder Ballermann-Marke, Held, lass uns rausfinden, was sich wirklich hinter deinem Silberohr verbirgt. Freddy, du? Ja, ja, okay, mach nichts, da ich bin's. Sorry. Du kannst vielleicht die boshafte, durchtriebene, verfolgende, falsche Schlampe aus der Lehrerin treiben. Aber du kannst die Lehrerin nicht von der boshaften, durchtriebenen, verlogenen Schlampe. Boah, treiben. Wie gemein! Warum, Penelope? Warum nur? Warum zum Teufel hast du das alles getan? Ich schätze, das kann ich dir sagen. Du weißt eh schon zu viel. Ich kann dich sowieso nicht am Leben lassen. Oh-oh. Warte mal eben, ich muss mal was machen. Und zwar ist die Lautstärke gerade dermaßen Lautstärke. Ich habe die Lautstärke so hochgedreht, okay. So ist gut. Geschwindigkeit ist okay. Alles klar, machen wir eine kurze Zwischenspeicherung. So. Und weiter geht's. Hier liegt noch was da, 3 Pixel. Okay, Penelope, dann erzähl uns mal was. Hallo. Okay. Ich hatte gerade meinen Abschluss an der Meadville Volksschule in West Pennsylvania gemacht, als ich eine Anzeige am schwarzen Brett sah, in der Lehrer gesucht wurden für ein hübsches kleines Dorf im Wilden Westen. Ich habe einen Brief hingeschrieben, mich erkundigt und schließlich hat mir die Corscoder Schulbehörde eine Stelle angeboten. Ich habe sogar das Geld für die Postkutsche bekommen. Bald nach meiner Ankunft, die du, glaube ich, im Prolog gesehen hast, fiel mir der ölige Sumpf hinter dem Schulhaus auf. Und wie sich's für ein Mädchen aus dem Öldorado, Pennsylvania, gehört, habe ich sofort überrissen, dass Corscold im wahrsten Sinne des Wortes nur so trieft vor Gold. Ja, aber von dem Hungerlohn, den ich als alleinstehende, unverheiratete Lehrerin bekomme, hätte ich mir keine Ölrechte kaufen können. Und so habe ich eben mit Mr. Balance einen kleinen Deal gemacht. Soweit es möglich war, hat er sämtliche Hypotheken für verfallen erklärt und den Sheriff davon überzeugt, alle anderen Läden dicht zu machen. So hat er die Grundstücke und Immobilien für einen Apfel und ein Ei gekriegt und mir die Ölrechte gegeben, die ich wollte, solange ich ihm gegeben hätte, was er wollte. Ja, Freddy. Aber Penelope, ich habe dich immer für eine süße, unschuldige junge Maus gehalten. Ist es möglich, dass du so ein Freddy, du bist so ein kleiner, blöder Dummkopf. Weißt du das eigentlich? Das musst du doch sein, Freddy. Verstehst du nicht? Es ist immer derjenige, von dem du es am wenigsten erwartest. Freddy habe ich auch nicht verdächtigt. Hätte er sich auch sein können. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Warte, mich selbst habe ich auch nicht verdächtigt. Das ist mir jetzt völlig egal. Wenn du es gewesen bist, Ferdilein, dann tue ich der Stadt hier nur einen riesengroßen Gefallen, wenn ich dich beseitige. Penelope gibt eine Kostprobe ihrer dreckigen Lache, dann macht sie ihre Handtasche bereit und visiert die auf dem Trennpfosten stehende Lampe an. Huch, wie ungeschickt von mir. So weit, so gut. Corscold braucht ohnehin kein Schulhaus mehr. Nein, aber wir müssen mal Schluss machen und lassen hier den armen Freddy ein wenig spuren. Ersetzen das natürlich hier. Und wie es weitergeht, ob wir Freddy da lebend rausholen oder noch ein paar Mal sterben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran. Es wird spannend. Ciao. Ja.